Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Schönen guten Tag, Herr Kunst. Hier spricht Kontoberaterin Amaya Bayer aus dem globalen Finanzmarkt, wo Sie sich gerade angemeldet haben. Ach so. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Man hat's schon gehört, heute geht's wieder um die typische Trading-Abzocke. Und ja, einer wunderbaren Geräuschkulisse im Hintergrund. Das Callcenter muss hier wohl viele, viele Mitarbeiter beherbergen. Was hier mal auffällt, ist, dass mal keine Musik im Hintergrund läuft. Dafür hört man hier wunderbar den Krach, wie viele Menschen hier am Telefon sitzen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie gute Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, Herr Kunst? Nee. Überhaupt keine. Okay. Haben Sie, wie ich auf dem System gesehen, haben Sie an Bitcoin Interesse gezeigt, ja? Naja, nicht unbedingt mit Bitcoin, mit Handeln und so halt. Ja, genau. Ich meine, Sie haben alle Möglichkeiten, auf diesem Bereich an verschiedenen Finanzprodukten zu tätigen, ja? An Kryptos, Rohstoffen, Forex, auch in Aktien, ja? Aha. Herr Kunst, mit welchem Option möchten Sie hier arbeiten? Mit Finanzberater oder vollautomatisierten System? Was ist denn da besser? Was ist der Unterschied? Mit Finanzberater, genau, wenn als Anfänger würde ich gerne anfangen, empfehlen, zuerst mit Finanzberater zu arbeiten, ja? Warum? Er oder sie wird Ihnen immer wieder bestimmte Signale geben, zum Beispiel, also zur richtigen Zeit und zwar richtige Finanzprodukte zu tätigen. Aha. Sie können sozusagen 60% mit Finanzberater Arbeit machen, nächste 14, ja, mit Ihrem 40, mit Ihrem vollautomatisierten System. Das heißt, Sie können Ihre Arbeit sortieren, ja? Genau, Sie werden mit Ihrem Finanzexpert richtige Strategie finden, okay? Aha. Um ganz normale Arbeit durchzuführen und genau als Wichtigste immer wieder Gewinne zu haben und höhere Balance bauen. Herr Kunst, haben Sie sich entschieden, mit welchem Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Nö, nicht so richtig. Wie viel kann man dann da verdienen bei euch? Okay. Ist es genau verschieden, ja? Bei uns gibt es verschiedene Beträge. Minimal ist 250 Euro, dann 500, 1000. Für jeden Betrag werden Sie entsprechend auch Bonusgeld bekommen, ja? Entsprechend 30%. Zum Beispiel, von diesen 250 Euro können Sie wöchentlich 25-30% profitieren. Aber als erstes alles hängt vom Markt ab und von Ihrer Strategie. Das heißt, alles ist relativ. Sie können auch mehr verdienen, ja? Ja. Und auf welchem Markt befindet man sich da? Wie bitte? Auf welchem Markt befindet man sich da? Das ist Finanzmarkt, allgemeiner Finanzmarkt, ja, finanzielle Börse. Und alleine das ist gelogen. Denn diese Verkäufer hier am Telefon, diese angeblichen Finanzberater, oder wie man die auch immer nennen mag, ich würde eher Betrüger, also den Begriff Betrüger wählen. Naja, nein, man ist nicht an der offiziellen Börse und man tradet bei denen nicht am offiziellen Finanzmarkt. Man handelt hier mit CFDs, also das heißt mit einem kopierten Markt, also mit einem Spiegelbild des Marktes. Hier wird gehandelt. Und das Kapital, was sich in der Firma befindet, auch nur das kann ausgezahlt werden. Und das heißt, macht ihr da riesige Gewinne, würde das das Aus der Firma bedeuten. Ja, und genau das funktioniert halt nun mal nicht. Traurig, dass sowas überhaupt in Deutschland erlaubt ist, aber es ist leider gängige Praxis. Und hier bei solchen Firmen, die hier einfach ohne Erlaubnis anrufen, ist das Problem auch ziemlich hoch, dass, naja, das Geld definitiv so oder so weg ist. Und man sowieso nicht damit handeln kann. In den allermeisten Fällen melden sich die Firmen nach der Einzahlung einfach nicht mehr zurück und das Geld ist verloren. Ihr könnt euch dann nicht mehr einloggen, manchmal sind die Webseiten irgendwann ganz offline nach einem halben Jahr und dann telefoniert diese Firma einfach unter anderem Namen weiter. So funktioniert das Geschäftsmodell dieser Betrüger hier am Telefon. Also nicht CFD. Nicht, wie bitte? Nicht CFD. CFD? SCA meinen Sie? Nee, CFD. CFD, das ist ein Plattformname? Nee. CFD, und was ist dann bitte? Ja, das ist die Art, wie man handelt, war jetzt die Frage. Also App, meinen Sie Applikation, wo Sie arbeiten werden, ja? Ja, Sie sind ja eine komische Finanzberaterin, wenn Sie nicht mal wissen, was CFD ist.
Es ist schon umwerfend. Also die nette Betrügerin hier am Telefon weiß nicht mal, wovon ich spreche. Also sie kennt nicht mal ihr eigenes Produkt, was sie hier angeblich anbietet. Tja, das macht den Betrug natürlich nicht besser, sondern eigentlich eher nur noch gruseliger. Das heißt, wenn man hier Fragen stellt und eigentlich auch ganz genau weiß, was sie einem hier verkaufen wollen und darauf dann antwortet, dann haben die nicht mal irgendeine Ahnung, wovon man da spricht. Das heißt, die angeblichen Finanzberater hier am Telefon kennen sich mit Finanzen überhaupt gar nicht aus. Interessant, aber so funktioniert eben das Geschäftsmodell. Ja, Kunst, Sie werden mit Ihrem privaten Finanzexpert genau die Beste abfinden, ja? Beste abbekommen. Es hängt auch von Ihrer Strategie ab. Naja, aber die Frage ist ja erstmal, was Sie überhaupt traden. Ist das CFD-Markt oder was ist das? Wie ich schon aus meiner Kunde wissen, ja, meine Kunden arbeiten, bevorzugen sie immer MT5, ja, MT5 ab. Also aber Sie wie antworten nicht gerne so auf Fragen, ne? Sie reden dann lieber gerne was anderes. Ja, aber was ist CFA, CDA? Hab ich das ja nicht ist gesagt. Ein App? Nee, habe ich ja so auch nicht gesagt. Das heißt CFD. CD? Nee, CFD. CFD. Ja. CFD Trading, meinen Sie? Ja. Das ja, ist genau auch eine Plattform, wo Sie genau, wenn Sie Wunsch haben, drauf zu traden, das ist auch Ihre Recht. Nee, CFD ja, ist ja so. Keine Plattform. CFD ist ja eine Art, ja, genau, das ist Trading. Genau, das ist automatischer Handel. Das meine ich auch. Wenn Sie möchten mit diesem System weitergehen, das ist Ihre Entscheidung. Ja, wichtig gut, ist, dass Sie Ihr Konto aktivieren. Das hat sich jetzt nicht so angehört, als würden Sie sich damit auskennen. Herr Kunst, ich bin Kontoberaterin. Mhm. Meine Arbeit liegt bei der technischen Seite. Aber Sie fragen mich bestimmt für Ihre Arbeit. Diese alle Systeme bekommen Sie, wie gesagt, von Ihrem Experten. Ich bin keine Expertin, damit ich entsprechende Erklärung dafür geben, ja? Ja, dann muss ich ja erstmal mit dem Experten sprechen. Expert, bei dem, mit dem Expert können Sie bei unserem nächsten Schritt also sprechen. Man hört Sie nicht mehr. Moment, jetzt können Sie mit unserem Experten sprechen. Ja, Moment. Ja. Kommt da jetzt noch einer ans Telefon oder war es das jetzt? So, schönen guten Tag, mein Name ist Frau Klein. Geben Sie mir mal bitte eine Sekunde, wenn das in Ordnung ist, ja? Mhm. Danke. Schönen guten Tag, Herr Kumpf, mein Name ist Frau Klein. Und zwar wurde mir mitgeteilt, dass Sie interessiert sind an Contracts of Difference. Ist das korrekt? Na, das war jetzt die Frage, ob das so bei Ihnen ist, ja. Ja, selbstverständlich. Sie sind aber, also wenn Sie sich registrieren und dann auch irgendwann im Anschluss auch noch verifizieren und einen Account an der offiziellen Börse haben, können Sie natürlich auch mit CFDs handeln. Ja, und genau hier liegt der widerliche Widerspruch. Also mit CFDs, also sie hat es ja jetzt bestätigt. Mal ganz davon abgesehen, dass die erste nette Tante überhaupt gar nicht wusste, was das ist und das ist genau das, also genau das ist, was sie anbietet. CFD-Trading hat jetzt die zweite Tante bestätigt. Tja, und dann hat sie sich widersprochen. Sie sagte, sie brauchen erstmal einen Account an der offiziellen Börse. Meh, falsch. Wer CFD-Trading macht, hat keinen Account bei der offiziellen Börse, sondern nur bei der gespiegelten inoffiziellen. Und die kann jeder selbst basteln. Da gibt es tatsächlich fertige Systeme, die braucht man nur auf seinem Server installieren, eine Domain dazu kaufen, also www.billigtrading.de und schon geht's los. Fertig ist die Plattform. Kostet ein paar hundert Euro, so ein fertiges System, kann jeder machen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne, nicht so schwer, schlecht ist es schon, aber nicht so schwer. Und ja, dazu brauche ich bloß noch eine Callcenter-Telefonanlage, die kann ich mir für 10 Euro im Monat schon buchen und dann geht's los. Tja, einfach nur Wahnsinn. Es ist absolut katastrophal. Und so einfach kann man Geld verdienen und die Leute bescheißen. Die haben nicht mal im Ansatz davon Ahnung, was sie da am Telefon erzählen. Es geht einfach nur darum, dass ihr Geld überwiesen habt, damit sie danach sich aus dem Staub machen und das Geld einfach behalten. Das ist das Geschäftsmodell hinter dem ganzen Blabla. Also Wertpapiere, nicht nur das. Grundsätzlich können Sie den gesamten Aktienmarkt einschreiten und auch in Kryptografien einkaufen.
Ja gut, aber Sie sagen es ja selber schon falsch. Account an der Börse, weil das ist ja dann kein Account an der Börse, wenn man... Nicht Account, sondern Handelskonto haben Sie an der Börse. Ich sage es nicht falsch. Ich habe es gerade nur sehr einfach ausgedrückt, damit Sie mich auch verstehen können. Na, aber CFD ist ja nicht die Börse. Ist auch nicht die Börse, das habe ich auch absolut nicht behauptet, dass das die Börse ist. Naja, aber Sie sagen ja ein Konto bei der Börse, das ist es ja dann auch nicht. Ja, und da können Sie aber investieren, beziehungsweise natürlich auch in Wertpapieren einsteigen oder auch in den Kryptohandel oder grundsätzlich einfach in den Aktienmarkt. Das war damit gemeint, nichts also anderes. Also handeln Sie nicht nur CFDs, sondern auch, man kann ganze Coins bei Ihnen kaufen. Ganze Coins können Sie kaufen, Sie könnten auch in Wasserstoff einsteigen, also Aktienanteile kaufen, Sie könnten PBF Energy einkaufen, Sie haben da einige Möglichkeiten. Also alles, was an der offiziellen Börse verfügbar ist, da können Sie auch einsteigen und das alles auch mitverfolgen. Wo mache ich denn das auf Ihrer Webseite? Was meinen Sie mit Ihrer Webseite? Waren Sie jetzt auf Deutsche Börse AG oder auch bei Stock Exchange oder welche Webseite meinen Sie? Nur von Ihrer Handelsplattform. Also ich verstehe immer noch nicht, was Sie meinen, weil es ist so, wenn Sie irgendwo auf einen Link klicken, werden Sie direkt erstmal an uns verbunden, beziehungsweise wir haben Ihre Kontaktdaten da und wir melden uns bei Ihnen, um Ihnen erstens zu helfen, ein Handelskonto einzurichten und zweitens Ihnen auch die Betrugswarnung auszusprechen. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder nicht, aber Sie müssen da sehr vorsichtig sein, weil sich auch gewisse Online-Broker bei Ihnen melden könnten. Ne? Und mit Online-Brokern sollten Sie nicht verkehren. Na, also genau mit denen, die jetzt hier gerade anrufen, weil die sind ja genau das, auch wenn sie hier wieder das Gegenteil behauptet. Aber es ist genau das. Es ist und bleibt Betrug, was die nette Tante hier erzählt. Also da kann man sich das noch so schön reden, es ist Betrug und falsch. Absolut Falschinformationen. Vor allem, sie ist sich ja selber gerade nicht mal so sicher, wo ich rausgekommen bin und womit ich was zu tun habe und schon alleine den Namen, den sie hier mit der Deutschen Börse AG oder was das auch immer war, hier in den Mund genommen hat, das hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Tja, nur das weiß man als Opfer am Telefon halt auch nicht, ne? Also das, man kennt sich ja nicht zwangsläufig mit der Börse aus. Tja, und genau deswegen sollte man definitiv auch die Finger von sowas lassen. Na, so wie aber wenn Sie meinen, unsere Plattform, heißt es, dann sprechen wir hier von der Deutschen Börse AG. Aha. Deutsche Börse AG. Ganz genau, oder Stock Exchange. Stock Exchange wird vertreten in London, das ist unsere Börse in London. Ob Sie jetzt nach Frankfurt kommen oder in London, beziehungsweise eventuell auch Washington D.C., da werden Sie natürlich einen deutschsprachigen Experten haben, können wir Ihnen aber jetzt nicht sagen, welcher Standpunkt es sein wird oder Standort. Mhm. Genau. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Ich gucke gerade mal nach Deutsche Börse AG. Ja. Also wir sprechen da nicht von Plattformen, wir haben zwar einen Webtrader, wir haben einen Umstieg vom MT4 auf MT5, das heißt, Sie werden dann die Möglichkeit haben, mit MT5 auch zu arbeiten, momentan sind wir aber noch in der Umstellung. Lustig ist, dass mittlerweile auffällt, dass jetzt hier doch Musik in diesem Callcenter spielt. Keine Ahnung, ob da einfach nur die CD oder die Playlist zu Ende war und erst wieder jemand Start drücken musste, aber zu dem ganzen Krach, der da jetzt im Hintergrund sowieso schon die ganze Zeit mitschwingt. Dröhnt jetzt auch noch irgendwelche Trillerpfeifenmusik. Wunderbar. Also hier weiß man doch natürlich, dass man bei einem seriösen Unternehmen gelandet ist. Das heißt, erstmal kriegen Sie einen Webtrader, das ist aber ganz in Ordnung. Da können Sie Hauptsache, Sie können erstmal Ihr Kapital verfolgen und alles andere wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann für Sie dann auch frei zugänglich sein. Und wie heißt der Link jetzt von der Webseite, wo man bei Ihnen tradet? Das wird immer, wenn Sie einen Account haben, dann wird man Ihnen den Link zukommen lassen. Ich kann es Ihnen jetzt so nicht sagen, welcher Link das sein wird, weil die Börse einige an Webtradern bzw. an sich gezogen hat, damit Sie lediglich Ihr Kapital erstmal verfolgen können, bis Sie MT5 haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie kann mir hier nicht mal sagen, von welcher Firma aus sie genau anruft. Also sie sagt der Deutsche Börse AG, aber das ist ja Quatsch. Also von da aus ruft sie definitiv nicht an. Und naja, es ist schon echt zweifelhaft. Die können nicht mal sagen, wo ich mich dann gleich, nachdem ich mein Geld eingezahlt habe, einloggen kann. Also hat sich quasi diese Firma nicht mal die Mühe gemacht, dem Anschein nach, irgendeine Webseite zu kreieren oder was? Also ich finde es einfach nur noch ekelhaft. Also die geben sich ja gar keine Mühe, die Leute zu bescheißen. Ohne jeglichen Verstand rufen die einfach bei den Leuten an, betteln nach Geld. Und wenn man denn nicht selber fragt, wo man sich denn da überhaupt einloggt? Tja. Aber selbst wenn man fragt, kriegt man ja nur die dumme Aussage, ja, das sehen wir dann. Also das wissen wir vorher noch nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo
mein Geld einzahle, dann möchte ich auch wissen, wo ich mich im Nachgang genau anmelden kann und wo ich die Kohle halt verwalten kann. Und ja, darauf zielt das ganze Gespräch ja hier überhaupt nicht ab. Eigentlich soll man hier nur sein Geld einzahlen und am besten nichts fragen. Das Programm, mit dem wir arbeiten, ist MT5, MetaTrader 5. Ja, das habe ich schon auf dem Rechner. Genau. Eigentlich war es immer so, dass Sie mit dem MT4, also mit dem MetaTrader 4 gearbeitet haben, wenn Sie nicht ein Kapital von über 1 Million hatten. Momentan sind wir, wie gesagt, in der Umstellung. Das heißt, Kapital auch unter 1 Million wird auf dem MT5 verwaltet. Bis dahin wird immer von der Börse ein Webtrader eingesetzt, den Sie dann nutzen können. Aber welches es jetzt sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Da würde ich Sie jetzt anlügen. Der Webtrader, der wird ja nicht von der Börse eingesetzt, sondern von Ihrer Plattform. Wie meinen Sie das von unserer Plattform? Na, Sie kopieren ja nur den Markt. Also passiert das ja alles nur auf Ihrer Plattform. Sie sagen gerade, Sie kopieren den Namen. Wie kann ich bitte den Namen kopieren? Ich verstehe gar nicht, von welcher Plattform Sie sprechen. Den Markt, nicht den Namen. Sie kopieren den Markt. Sie kopieren den Markt? Ja. Nein. Ja, aber das ist doch aber CFD Trading, den Markt kopieren. Bitte? CFD Trading ist doch den Markt zu kopieren. Das verstehe ich nicht, wenn Sie sagen, Sie kopieren den Markt. Trading ist nicht in den Markt kopieren, sondern wenn Sie gewisse Trades setzen. Das heißt, Sie steigen zum Beispiel mit 20 Euro in Bitcoin ein, was jetzt keinen Sinn machen würde bei diesem Preis, aber in 2 Sekunden später oder 2 Minuten später verkaufen Sie das Ganze wieder. Ja, das ist dann Trading und kopieren. Das ist Daytrading, aber das hat nichts mit Kopieren zu tun. Natürlich, Daytrading ist den Markt kopieren. Man handelt Sie sagen den kopieren Markt. Und Trading in einem Wort. Kopieren und Trading ist für mich, das ist nicht dasselbe. Doch. Okay. Sie haben wahrscheinlich dann auch in Frankfurt 150.000 Euro für Ihre Lizenz bezahlt, nehme ich dann mal an. CFD-Trading ist den Markt kopieren. Man handelt nicht an der echten Börse. Okay, bei uns ist es auf jeden Fall nicht so. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir das Ganze kopieren, sondern Daytrading heißt, Sie steigen ein und genauso wieder aus. Ich rede nicht von Daytrading, ich rede von CFD-Trading. CFD-Trading, das habe ich überhört. Das habe ich nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit Trading verstanden und dass Sie sagen, dass wir das Trading, dass das ein Kopierverfahren ist, sozusagen. Nee, habe ich jetzt nie gesagt. Okay, gut. Also, CFD-Trading, ja. Da handelt man ja nicht an der echten Börse. Genau. So, und dazu hätte ich jetzt gerne mal die Plattform. Wie gesagt, MT5 wird es bei Ihnen dann sein. Na, das ist ja nicht die Plattform. Ich muss ja irgendwo ein Online-Login dafür haben. Das muss noch bitte was? Einen Online-Login zu Ihrer Webseite muss es ja dafür geben. Genau, der wird aber dann entstellt. Wie gesagt, wir sind gerade in der Umstellung. Ich muss das nochmal erläutern. Wir hatten MT4. Ja, und jetzt sind wir in der Umstellung auf das MT5-Programm. Also dieses MT4 und MT5, wovon Sie da redet, das ist nichts anderes als ein Programm, dass man sich den Login auf der eigentlichen Webseite sparen kann. Und das hat definitiv nichts mit einer Umstellung von der Webseite oder so zu tun. Die Webseite muss man nicht umstellen zwischen MT5 und MT4 oder MT4 und MT5. Das ist beides das gleiche vom Prinzip. Das ist einfach nur ein externes Programm, dass man das Ganze halt direkt auf dem PC machen kann. Sind dann vielleicht so die lustigen Bilder, die ihr kennt, mit Leuten zu Hause, die 20 Monitore irgendwie an einer riesengroßen Wand befestigt haben und lauter Graphen eben da die Statistiken vom Markt anzeigen. Das ist letztendlich das Programm, was das kann und das Ganze umsetzt. Und dieses Programm kann halt eben auch teilweise automatisch handeln. Also beziehungsweise, wenn Verlust angekündigt wird oder der Kurs halt fällt, kann das Programm automatisch aussteigen, wenn es das erkennt und ein bestimmtes Level unter- oder überschritten wird. Dann stoppt das Programm automatisch und kauft oder verkauft. Aber das hat nie überhaupt gar nichts mit der Plattform zu tun. Null. Also nicht mal im geringsten. Und deswegen irgendeine Plattform umstellen zu müssen, ist auch absoluter Blödsinn. Also man kann mit dieses MT4 oder MT5 für jede Plattform benutzen. Egal wie alt und egal was da umgestellt wurde. Das ist einfach nur komplettes blödsinniges Blabla, was man hier wieder von dieser netten Betrüger-Lady hört. Mehr steckt da einfach nicht dahinter. Das heißt, Zwischenplattformen wie Binance oder Coinbase können immer genutzt werden, mit Verbindung zu Ihrem Handelskonto. Aber eigentlich haben Sie auf MT5 weltweit alle Aktien verfügbar und auch alle Wertpapiere oder grundsätzlich auch Kryptografie, ja, wo Sie einsteigen können und wo Sie auch Trades setzen können.
Wenn wir von einer Plattform sprechen, dann sprechen wir von einer Software und die heißt MT5. Ja, das ist aber keine Plattform, das ist ein Programm. Ja, das meine ich ja. Wenn Sie sagen Programm, reden wir von der Software MT5. Ja, aber Sie müssen noch eine Webseite haben. Börsen AG. Deutsche Börsen Stock AG. Stock Exchange. Ja, wer sind Sie denn jetzt? Deutsche Börse AG oder Stock Exchange? Man kann ja nur eins sein. Man kann auch nur eins sein, aber ich habe Ihnen ganz am Anfang auch erläutert, dass entweder werden Sie zu der Deutschen Börse AG weitervermittelt oder zu Stock Exchange. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Ja, und wer sind Sie denn, wenn Sie weitervermitteln? Wie meinen Sie das, wenn wir weitervermitteln? Sie klicken immer auf einen Link. Ja, aber unsere wenn Sie Aufgabe, sagen, wir sind Account Manager sozusagen. Ich erkläre Ihnen das. Bleiben Sie ganz ruhig. Also, es ist so, wenn Sie auf einen Link klicken, melden sich diverse Leute bei Ihnen. Das heißt, es können sich Online-Broker mit dieser Online-Trading-Website, die Sie meinen, sich bei Ihnen melden und sagen, hier zahlen Sie mal auf dieses Programm oder auf dieser Plattform so und so viel ein. Binance wird es nicht tun und Coinbase wird es genauso wenig tun. Unsere Aufgabe ist es als allererstes, Sie zu informieren, dass Sie auf solche Betrüger beziehungsweise auf so einen Handel nicht eingehen sollten, grundsätzlich mit Online-Brokern nicht handeln sollten. Wenn, dann sollten Sie in die aktuelle beziehungsweise offizielle deutsche Börse eintreten. Wenn Sie in der deutschen Börse sind, können Sie auch sagen, ich möchte bei der Deutschen Börse AG in Frankfurt bleiben. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob Sie zu Stock Exchange kommen oder zu der deutschen Börse. Ich werde bezahlt von Binance, Coinbase und von der Deutschen Börse AG. Ja, und bei welcher Firma arbeiten Sie? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Nee, Sie haben gesagt, Sie vermitteln weiter zu der anderen Firma. Das ist ja nicht automatisch die gleiche Firma. Nein, ich habe Ihnen gerade gesagt, von wem ich bezahlt werde. Ja gut, aber von wem Sie bezahlt werden, ist ja nicht Ihr Arbeitgeber. Wie heißt denn Ihr Arbeitgeber? Doch, die Person, die mich bezahlt, der ist auch mein Arbeitgeber. Das heißt für mich, ich habe einen Vertrag von Binance. Ach, Sie haben einen Vertrag mit Binance. Also das heißt, Sie rufen aus einem Callcenter von Binance an. Nein, ich würde das nicht so beschreiben, denn es gibt hier auch Kollegen, die haben auch andere Verträge. Das heißt, ich bin eine Person von Binance, ja, aber es gibt hier auch Personen, die sitzen für Coinbase oder für Bitpanda da. Aber Sie wissen schon, dass das Betrug ist, was Sie da machen, ne? Nee, das ist nicht Betrug. Doch, das ist Betrug, das ist Bandenbetrug, das ist kriminell. Okay, wie machen. Kommen Sie darauf? Ja, Sie erklären das ja sogar, dass das alles kriminell ist. Nee, ist es nicht. Doch. Ganz und gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Ja, da können wir uns ja streiten den ganzen Tag. Ja, so ist es. Sie rufen gerade kriminell an. Nee, das ist nicht kriminell. Doch. Das ist alles offiziell und das ist alles lizenziert und auch reguliert. Das ist ja also wir brauchen uns da absolut gar keine Sorgen zu machen. Das ist alles so auch in Ordnung. Wir müssen den Leuten sagen, wir müssen den Leuten auch Bescheid geben, dass sie auf jeden Fall nicht auf irgendwelche Broker einlassen, die sich bei ihnen melden. Genau, so wie Sie. Nein, ich bin kein Broker. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Broker bin oder sonstiges. Ja, aber Sie rufen illegal an. Bitte? Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an. Nein, das stimmt nicht. Doch, Sie haben keine Werbeerlaubnis. Wie kommen? Na, bitte? Dann lesen Sie mir den Code von der Werbeerlaubnis vor. Sie müssen ja das Double Opt-in dazu haben. Bitte was? Schauen Sie mal, wenn Sie nicht Handel betreiben möchten, verstehe ich nicht, warum Sie jetzt Ihre Zeit verschwenden und genauso auch meine Zeit verschwenden. Ich verschwende Ihre Zeit, damit Sie mit anderen Menschen nicht reden können, damit Ihre Arbeit gestört ist. Das ist der Grund des Gesprächs hier. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Da wird es heute auch noch mindestens über 10.000 Datensätze in Ihrer Datenbank geben. Tja, und nun reden Sie nicht mehr, oder was? Jetzt sind Sie mit dem Betrug aufgeflogen und dann sagen Sie nichts mehr. Naja, so macht man das also als Betrüger. Tja, und dann hat die nette Betrüger-Lady einfach aufgelegt. Tja, da wissen wir ja, woran wir gewesen sind bei diesem Gespräch. Sie hat es ja dann wie immer selbst bestätigt. Rausreden konnte sie sich nicht und wir haben sie komplett mit dem Rücken an der Wand gestellt. Auch wenn das hier mal eine Deutsche zu sein schien oder wie auch immer, oder zumindest eine, die der deutschen Sprache mächtig war, macht das Ganze nicht seriöser. Der Krach im Hintergrund, die Lautstärke und dann doch die Musik haben das Ganze ja definitiv auffliegen lassen. Außerdem war sie die ganze Zeit widersprüchlich und wusste überhaupt gar nicht so richtig Bescheid, was sie da überhaupt verkauft. Einfach nur irgendeinen Quatsch erzählen und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Mehr hatte dieser Anruf hier nicht im Sinn. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne noch was in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl von noch viel mehr Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.